Darmstadt hat eine Menschenmenge in der Nacht zu Sonntag Polizisten attackiert. 15 Beamte seien verletzt und mehr als 80 Tatverdächtige festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Motiv und Herkunft der Täter sind noch unklar, sagte ein Sprecher. Gegen 2.10 Uhr seien Einsatzkräfte nach Ende des Schlossgrabenfestes unvermittelt mit Flaschen beworfen worden. Die Angreifer waren den Angaben zufolge teils vermummt. Mit Unterstützung vieler weiterer Polizisten habe das Festgelände schließlich geräumt werden können. Darmstadts Polizeipräsident Bernhard Lammel sagte, solch ein Gewaltausbruch ist mit nichts zu rechtfertigen. Es wird unter anderem wegen Landfriedensbruch ermittelt. Das Schlossgrabenfest, ein viertägiges Open-Air-Festival, ist nach Angaben der Organisatoren Hessens größte Musikveranstaltung mit mehr als 400.000 Besuchern und über 100 Bands. Darmstadt, Menschenmenge attackiert Polizisten. In Darmstadt wird Hessens größtes Musikfestival gefeiert. In der Nacht danach muss die Polizei ausrücken, die Beamten sollen gezielt angegriffen worden sein. Der Polizeipräsident spricht von einem Gewaltausbruch. Erst waren es wenige, dann sahen sich Polizisten in Darmstadt nach einem Musikfestival plötzlich mit mehr als 100 Angreifern konfrontiert. In der Nacht zum Sonntag sollen sich mehrere Gruppen zu einer Attacke auf Sicherheitskräfte zusammengetan haben. Die Bilanz der Polizei, 15 verletzte Beamte und mehr als 80 festgenommene Tatverdächtige. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelte es sich nicht um eine spezielle Gruppierung. Viele der festgenommenen Personen waren stark angetrunken, sagte ein Polizeisprecher. Gegen 2.10 Uhr seien Einsatzkräfte im Darmstädter Herrengarten unvermittelt von mehreren kleinen Gruppen mit Flaschen und Steinen beworfen worden. In der Stadt fand bis Sonntag das alljährliche Schlossgrabenfest statt, nach Angaben der Organisatoren Hessens größtes Musikfestival. Kein politischer Hintergrund erkennbar. Ersten Ermittlungen zufolge schlossen sich die kleinen Gruppen, womöglich aus Solidarität, zusammen und gingen gewaltsam gegen die Beamten vor, sagte der Sprecher. Hinter dem Gewaltausbruch habe man bislang keine Strategie feststellen können. Bei den zum Teil vermummten Angreifern habe es sich um Deutsche und um Ausländer aus unterschiedlichen Milieus gehandelt. Einen politischen Hintergrund können wir bisher nicht erkennen, fügte der Sprecher hinzu. Die Beamten waren zunächst wegen Ruhestörung und einer mutmaßlichen Körperverletzung zu dem Park gerufen worden. Mit Hilfe weiterer Kräfte aus Südhessen, aber auch aus Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden räumte die Polizei schließlich den Park. Bei den Festgenommenen handele es sich zumeist um junge Männer, es seien aber auch Frauen festgenommen worden. Die meisten der Festgenommenen wurden am Sonntag freigelassen. Gegen etliche von ihnen werde wegen Landesfriedensbruchs ermittelt. Gewerkschaft fordert bessere Ausstattung. Darmstadts Polizeipräsident Bernhard Lammel sagte, solch ein Gewaltausbruch ist mit nichts zu rechtfertigen. Die Schadensbilanz stand zunächst nicht fest. Mehrere Einsatzwagen der Polizei wurden durch Flaschenwürfe beschädigt. Auch ein Altkleidercontainer wurde in Brand gesetzt, randalierte Waffenscheiben rund um den Park ein. Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU, forderte harte Strafen. Diese Tat stellt nicht nur einen ungeheuerlichen Angriff gegen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten dar, es ist zugleich auch ein Angriff gegen unseren Rechtsstaat und unsere Gesellschaft, teilte der CDU-Politiker am Sonntag mit. Er wolle deshalb auf der kommenden Innenministerkonferenz, 6. bis 8. Juni, erneut eine Verschärfung des Strafrechts für solche gezielten Angriffe einfordern. Die Gewerkschaft der Polizei, GdP, forderte eine bessere Ausstattung der Beamten. Leider werden derartige Feste von Chaoten und Trittbrettfahrern missbraucht, um Gewalt gegen Personen und Gegenstände auszuüben.
Folglich müssen die polizeilichen Maßnahmen sowohl personell als auch logistisch aufgerüstet werden, wurde der Landesvorsitzende Lars Marun in einer Mitteilung zitiert. Das Schlossgrabenfest endete am Sonntagabend nach 4 Tagen. Zu dem Fest, bei dem mehr als 100 Bands auftreten, wurden im Vorfeld mehr als 400.000 Besucher erwartet. Randaliere verletzen viele Polizisten. Nach Musikfestival Vermummte haben nach dem Schlossgrabenfest in Darmstadt einen Großeinsatz ausgelöst. 15 Polizeibeamte wurden verletzt, mehr als 80 Verdächtige wurden festgenommen. In Darmstadt sind nach einem Musikfestival Polizisten aus einer Menschenansammlung heraus angegriffen worden. Da wurden nach Angaben der Polizei 15 Beamte verletzt. Mehr als 80 Tatverdächtige seien festgenommen worden, hieß es. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren etwa wegen Landfriedensbruch eingeleitet. Motiv und Herkunft der Täter seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Nach Ende des Schlossgrabenfestes gegen 2 Uhr seien die Einsatzkräfte plötzlich mit Flaschen beworfen worden, hieß es. Die Angreifer waren den Angaben zufolge zum Teil vermummt und beschädigten auch Gegenstände, wie einen Altkleidercontainer und Fensterscheiben. Mit Hilfe von Polizisten aus umliegenden Städten, der Bundespolizei und eines Polizeihubschraubers konnte das Festgelände im Herrengarten geräumt und die Randale beendet werden. Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU, verurteilte den Angriff auf die Polizeibeamten. Diese Tat stellt nicht nur einen ungeheuerlichen Angriff gegen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten dar, es ist zugleich auch ein Angriff gegen unseren Rechtsstaat und unsere Gesellschaft, sagte Beuth. Täter müssten eindeutige rechtsstaatliche und gesellschaftliche Verurteilungen zu spüren bekommen. Beuth kündigte an, sich bei der Innenministerkonferenz in der nächsten Woche erneut für eine Verschärfung des Strafrechts für solche Fälle einzusetzen. Angriffe gegen Einsatzkräfte müssen mit einer Mindeststrafe von 6 Monaten abgestraft werden, sagte er. Derzeit sei im Gesetz eine 3-monatige Mindeststrafe festgeschrieben, daher bestehe die Möglichkeit, dass Täter mit einer Geldstrafe davon kämen. Das 4-tägige Schlossgrabenfest ist nach Angaben der Organisatoren mit mehr als 400.000 Besuchern Hessens größte Musikveranstaltung. Bei der kostenlosen Freiluftveranstaltung treten mehr als 100 Bands auf.